Herzlich willkommen auf der Foskes-Konferenz in Bonn. Schön, jetzt geht's. Schön, dass Sie quasi vor der eigentlichen Eröffnung der Veranstaltung quasi schon hier sind und sich ein bisschen was zum Thema Open Source und freie Daten und Software und wie funktioniert das eigentlich alles anhören. Mein Name ist Dominik Helle und es ist Marco Lechner und wir werden Ihnen ein bisschen quasi das Thema näher bringen. Für viele ist es bestimmt, kennen Sie schon viele Sachen davon, vielleicht sind einige neue Dinge dabei. Wir müssen im Zweifel ein bisschen improvisieren, weil wir eigentlich zu viert hier vorne stehen wollten und uns viel abwechseln wollten. Die anderen beiden sind allerdings im Local Team aktiv und organisieren hier noch rum und deswegen haben wir gedacht, kriegen wir das auch ohne die beiden hin. Und wir würden das Ganze auch gerne ein bisschen offen machen. Das heißt, wenn Sie Fragen haben, können Sie sich entweder zwischendurch melden oder wir machen so einfach nach den einzelnen Themenblöcken kleine Fragerunden, damit, wenn Sie wirklich was auf dem Herzen haben, was das Thema Open Source und freie Daten angeht, dass Sie hier nicht mit großen Fragezeichen rausgehen. Und von daher würde ich sagen, Marco Lechner fängt einfach mal an und führt Sie durch das Programm. Ja, danke schön. Auch von meiner Seite aus, guten Morgen. Ich habe jetzt gerade das Mikrofon noch umbauen müssen. Normalerweise mag ich die lieber, aber das scheint jetzt hier bei der ersten Veranstaltung heute noch einen kleinen Hänger zu haben. Kriegen wir sicherlich hin. Wir sind ja super betreut. An der Stelle gleich zu Beginn Dank an das VOC-Team vom Chaos Computer Club, das die Foskes-Konferenz schon seit vielen Jahren begleitet. Und auch für Sie gleich als Einführung vorneweg, wenn Sie irgendwann, weil es so viele Vorträge gibt auf dieser Konferenz, welche verpassen, dann ist das überhaupt kein Problem, denn dann können Sie die im Nachgang oder auch live irgendwie, weil Sie irgendwann merken, ah, Sie müssen doch mal irgendwie ein bisschen ins Hotel und ein bisschen abschalten, dann können Sie da einfach weitergucken. Alle Vorträge werden live übertragen und auch im Nachgang auf YouTube und auch bibliothekarisch nachhaltig archiviert zur Verfügung gestellt. Aber jetzt geht es erstmal darum, Ihnen ein bisschen näher zu bringen, was es denn mit Open Source, mit freien Daten auf sich hat, wie das alles funktioniert. Ein bisschen verwundert bin ich, dass doch ein paar bekannte Gesichter hier auch im Saal sind, von denen ich eigentlich erwartet hätte, dass sie das sowieso alle schon wissen. Fangen wir doch an der Stelle einfach mal an mit der Agenda, die wir uns vorgenommen haben. Erstmal wollen wir Ihnen einen kleinen allgemeinen Blick auf Open Source an sich und freie Software, also noch ohne spezifischen Geo-Hintergrund geben, möchten Ihnen dann kurz das Produkt OS Geo Live kurz näher bringen und empfehlen, weil das einen sehr guten Einstieg bietet in die vielfältigen Möglichkeiten, die es im Bereich der Open Source Software im Geo-Bereich gibt. Dann allerdings so ein bisschen inventarisierend geben wir einen Überblick über unterschiedliche Softwareprodukte, die gängig sind, die eine aktive Community haben, die Sie für unterschiedliche Einsatzbereiche verwenden können. Möchten das auch ein bisschen so gliedern, dass Sie dann vielleicht auch ein bisschen lernen, was der Unterschied ist zwischen einem Desktop-GIS und einem Web-GIS, wie das voneinander abzugrenzen ist und kommen dann in den Bereich der Daten. Da ist natürlich das Wort OpenStreetMap ein ganz großes Thema, das bei uns ja auch in der Konferenz integriert ist. Damit sind wir bei der Foskes-Konferenz auch ja, recht einmalig, dass wir so eine enge Verknüpfung zwischen dem klassischen GIS-Umfeld und der OpenStreetMap-Community pflegen. Ganz am Ende möchten wir Ihnen auch noch einen kleinen Überblick darüber geben, wer denn so dahinter steckt, nicht nur jetzt hinter den einzelnen Projekten, den Softwareprojekten und Datenprojekten, sondern auch den Institutionen, die die entsprechenden Open-Source-Communities pflegen, fördern und sich in dem Bereich engagieren. Da gehören natürlich auch wir als Foskes e.V., der sich nach der Konferenz benannt hat, dazu. Da gibt es aber auch noch ein paar andere und den Überblick möchten wir Ihnen da nicht vorenthalten. So, wenn man sich mit Open-Source-Software oder freier Software beschäftigt, dann gibt es, oder damit beginnt sich zu beschäftigen, dann gibt es unterschiedliche Stufen. Es kann erstmal sein, dass man freie Software selbst einfach nur nutzen möchte. Da ist es dann häufig erstmal schwierig zunächst, denn ich habe die Software installiert. Und da ist es erstmal egal, ob ich eine proprietäre oder eine freie habe. Für mich am Arbeitsplatz ist der Unterschied nicht sofort sichtbar. Also da gibt es einige Sachen zu beachten. Was ist denn, wenn ich freie Software nutze?
Der nächste Schritt ist aber, wenn ich selbst den Bedarf habe oder das, auch das Interesse, freie Software zu entwickeln, was muss ich dann denn beachten, wenn ich den Bedarf habe, eventuell auch entwickeln zu lassen? Das heißt, von meiner Institution, bei der ich arbeite, vielleicht mit Dienstleistern zusammenzuarbeiten, um, weil ich selbst die Möglichkeiten gar nicht habe, freie Software zu fördern, zu entwickeln. Und das hat dann auch entsprechende Seiteneffekte. Und der dritte Schritt, mitmachen für jedermann, das ist so der Einstieg in die Beteiligung an Open Source Software. Wenn ich jetzt sage, naja, entwickeln kann ich eigentlich nicht, trotzdem gibt es sehr viele Möglichkeiten an der Stelle, sich in dem Umfeld von Open Source Software zu beteiligen und entsprechend seinen Beitrag zu leisten, selbst wenn man nicht jetzt ein Hacker ist, der irgendwie im Code denkt und lebt. Wenn wir freie Software nutzen, dann ist es so, dass es zunächst mal eine Definition gibt, was freie Software ist. Und da gibt es im Endeffekt eine Seite der Free Software Foundation Europe, wo das sehr gut dargestellt ist, wo die vier Freiheiten der Software geschildert sind und auch recht plakativ aufgezeigt sind. Demnach ist freie Software nur dann frei, wenn Sie die Freiheit haben, das Programm für jeden Zweck auszuführen. Hier sind auch entsprechende Beispiele genannt, was sozusagen nicht freie Software ist, auch wenn Sie sie prinzipiell ohne Geld zu bezahlen benutzen können. Aber Dinge wie eine 30-Tage-Testphase, eine Lizenz, die irgendwann endet, oder auch eine Einschränkung geografischer Art im Land X oder Y sorgen dafür, dass eine Software nicht mehr als frei bezeichnet werden kann, in dem Sinne, wie wir sie verstehen. Auch bestimmte Anwendungsfälle dürfen bei Software nicht ausgenommen werden. Dann ist Software nicht mehr frei. Was natürlich durchaus auch Diskussionen eröffnet, wie es denn aussieht mit Einsatz im militärischen Bereich und so weiter. Sie können keine freie Software entwickeln, bei der es verboten ist, sie auch militärisch einzusetzen. Der zweite Punkt ist, dass Sie die Freiheit haben müssen, die Funktionsweise eines Programms zu untersuchen und es an seine Bedürfnisse anzupassen. Es gibt häufig die Möglichkeit, dass Sie sogar den Quellcode von einem Programm lesen können, aber die Lizenz des Programms es verbietet, trotz alledem Sie es technisch könnten, diese zu verändern, weiterzuentwickeln. Eine solche Software ist, also nur den Source Code lesen zu dürfen, aber ihn nicht verändern zu dürfen, ist nicht frei in unserem Sinne und damit keine freie Software. Das dritte ist, dass Sie die Freiheit haben, Kopien weiterzugeben und Ihren Mitmenschen damit helfen können. Das ist natürlich eine sehr nette Formulierung, weil das natürlich schon ein Miteinander an der Stelle fördert und aufzeigt. Das heißt, es darf Ihnen nicht verboten werden, die Software zu nehmen. In der englischen Formulierung heißt es, ihrem Nachbarn zu geben, your neighbor. Das heißt, hier haben Sie die Möglichkeit, ohne dass Ihnen jemand das verbieten kann, die Software einfach weiterzugeben. Sie können dafür auch Geld verlangen. Das ist nicht das Problem, wenn Sie wollen. Vielleicht gibt aber Ihr Nachbar danach den anderen Nachbarn die Software unentgeltlich weiter. Auch das dürfen Sie ihm natürlich nicht verbieten, wenn es sich um freie Software handelt. Und Sie müssen die Freiheit haben, ein Programm zu verbessern und die Verbesserungen an die Öffentlichkeit weiterzugeben, sodass die gesamte Gesellschaft profitiert. Es kann Ihnen also niemand verbieten, Software, die frei ist, zu veröffentlichen, selbst wenn sie nicht von Ihnen stammt. Ein Beispiel dafür wäre, dass ein Dienstleister Software für Sie entwickelt unter einer freien Lizenz. Der Dienstleister selbst hat aber gar kein Interesse, die zu veröffentlichen, weil er eigentlich selbst noch selbst Kunden akquirieren möchte. Sie können aber, weil die Lizenz unter einer freien Software steht, diese Veröffentlichung übernehmen und können die Software frei zur Verfügung stellen für jedermann. Das sind die vier Freiheiten, die an dieser Stelle freie Software definieren, und das sind natürlich nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten, die sich da ableiten,
Und das bildet im Endeffekt den Kanon, den Grundstock, der an dieser Stelle definiert ist. Es lohnt sich durchaus, das auch mal in Ruhe durchzulesen und sich seine Gedanken darüber zu machen, vielleicht an einem Sonntagnachmittag bei einem Tee, und dann auch ein bisschen philosophisch noch darüber zu diskutieren, weil letztendlich in diesen vier Freiheiten relativ viel steckt. Das ist die Basis, die philosophische Basis der freien Software. Der nächste praktische Schritt ist, dass Sie freie Software natürlich erstmal installieren wollen. Das ist mit einem Satz abgetan, denn freie Software installiert sich nicht anders als proprietäre Software häufig. Gut, Sie brauchen nicht unbedingt irgendeinen noch einen Lizenzmanager mit zu installieren, aber gesetzt im Fall, Sie haben ein proprietäres Windows-Betriebssystem, da laden Sie bei proprietärer Software eine Exe-Datei herunter und bekommen einen Installationsassistenten, und das stellt sich auch bei der Installation von QGIS beispielsweise als sehr weit verbreitetes Desktop-GIS nicht anders dar. Exe-Datei herunterladen, Doppelklick durch den Assistenten gehen und fertig. Natürlich gibt es dann noch Unterschiede. Bei Server-Software ist es ein bisschen komplizierter unter Umständen, aber das ist an der Stelle auch kein Unterschied zwischen freier Software und zwischen proprietärer Software. Freie Software hat außerdem den Ruf, dass sie schlechte oder keine Dokumentation hat. Ich glaube, diesem Ruf kann man sehr schnell widersprechen, wenn man beispielsweise auf die Homepage von QGIS geht. QGIS ist sicherlich eins der sehr großen Projekte, das muss man an der Stelle natürlich auch sagen. Aber wenn Sie hier aus dem GIS-Umfeld kommen oder vielleicht neu in den Themenbereich geografische Informationssysteme gekommen sind und hier auf der Homepage von QGIS auf dem Bereich Dokumentation klicken, dann gibt es dort ein QGIS-Benutzerhandbuch, das in der PDF-Version in der Größenordnung 500 Seiten hat, also teilweise eher als Nachschlagewerk zu verstehen ist. Es gibt separat dazu ein QGIS-Trainingshandbuch, wo ich mich jedes Mal frage, wenn ich einen QGIS-Kurs gebe an der Hochschule, warum eigentlich das noch nötig ist, also oder auch für externe Firmen, denn die Trainingsmaterialien sind ja sowieso schon vorhanden. Es gibt auch für die Neulinge unter GIS generell eine sanfte Einführung in GIS. Das heißt, wenn Sie vielleicht fachfremd, nicht gerade aus den Geowissenschaften kommen und Koordinatensysteme, Projektionen, Vektor- und Rasterdaten Neuland für Sie sind, dann finden Sie auch das auf einer Seite, die freie Software ist. Also ich glaube, unter den mit diesen Beispielen können wir nicht sagen, dass freie Software schlecht dokumentiert sein muss, sondern dass es hier hervorragende, frei verfügbare Dokumentationen gibt. Und ich meine, sehen Sie sich diese Konferenz an. Wo finden Sie im proprietären Bereich eine Konferenz, die zwar einen Teilnehmerbeitrag erhebt, zu der Sie aber eigentlich gar nicht kommen müssen, um die Vorträge zu hören, weil Sie die alle live unentgeltlich und auch im Nachgang anschauen können. Also ich glaube, das ist an der Stelle auch ein hervorragendes Bild für freie Software, für alles, was damit zusammenhängt. Jetzt habe ich gesagt, eigentlich braucht niemand Schulungen. Trotzdem gibt es diese natürlich. Und wenn ich jetzt mehrere Leute habe in meinem Unternehmen und ich möchte auf irgendein freies Softwareprodukt umsteigen, dann mag es für mich vielleicht auch effizienter sein, 2 Tage Schulung mit meinem Mitarbeiterstamm in-house durchzuführen, als allen zu sagen, ihr habt jetzt eine Woche frei, um euch durch das Benutzerhandbuch durchzuarbeiten. Solche Schulungen gibt es natürlich. Das können Workshops auf Konferenzen sein, wie der VOSGIS-Konferenz. Schulungen gibt es aber auch angeboten von vielen Dienstleistern, von Firmen, die letztendlich ihre Geschäftsmodelle auf freier Software aufbauen. Das heißt, die können Sie buchen, wie jede andere Schulung auch, telefonieren oder E-Mailen an entsprechende Firmen. Die finden Sie auch im Netz, können Schulungsangebote buchen, vergleichen, das, was für Sie am besten geeignet ist, auswählen und bekommen so genau das, was Sie wollen und damit eventuell auch den für Sie passenden Einstieg in freie Software.
Vielen fehlt dann noch der Bereich, ja, ich brauche ja einen Wartungsvertrag. Ich brauche jemanden, den ich anrufen kann, wenn ich die Software einsetze und ein Problem damit habe. Das heißt, ich brauche irgendwie Support. Und wenn ich jetzt hier in Bonn ins Basecamp rübergehe und da sehe ich, dass ganz viele Leute zwischen Wohnwägen sitzen und irgendwie auf ihre Monitore starren und gerade irgendwie die gängigen Softwareprodukte weiterentwickeln eine Woche lang, dann habe ich so das Gefühl, naja, da ist natürlich viel Wissen da, aber wie komme ich denn an diese Leute ran? Es gibt zwei unterschiedliche Support-Möglichkeiten im Umfeld von freier Software. Das eine ist der freie Weg. Frei in diesem Sinne wird tatsächlich von kostenlos, denn viele Open-Source-Projekte organisieren sich selbst über unterschiedliche Kommunikationswerkzeuge und ein immer noch gerne und vielfältig genutztes Werkzeug, auch wenn es technisch schon sehr, sehr alt ist, aber es ist eben entsprechend rock solid, ist ein IRC, also ein Chat. Im Chat-Netzwerk Freenode sind sehr viele, nahezu alle Projekte, die es im Open-Source-GIS-Umfeld gibt, vertreten, meistens jeweils mit ihrem Projektnamen. Das heißt, wenn Sie eine kurze, einzeilige Frage an irgendjemanden vom QGIS-Projekt haben, dann können Sie sich im Freenode-Netzwerk verbinden, können in den QGIS-Kanal und können sagen, ha, ich habe da mal eine Frage, üblicherweise vorteilhaft die Frage auf Englisch zu stellen und dann wird Ihnen möglicherweise mit Sicherheit geholfen. Mir lag gerade möglicherweise auf der Zunge, das haben Sie gehört. Das bezog sich aber nicht darauf, ob Sie eine Antwort bekommen, sondern darauf, ob Sie mit der Antwort zufrieden sein können. Muss ich vielleicht kurz erklären. Sie können eine Frage stellen und die Antwort kann lauten, nein, diese Funktion haben wir nicht. Das ist eine Antwort, die ist richtig. Die hilft Ihnen natürlich ganz konkret nicht weiter. Diese Antwort können Sie aber durchaus auch bei einem proprietären Support bekommen. Also der Unterschied ist an der Stelle nicht da. Sie haben aber die Möglichkeit, weiter zu fragen und können sagen, ja, wie kann ich denn an diese Funktion rankommen? Und das ist natürlich das, was Sie dann machen. Sie können entweder selbst programmieren oder sich jemanden suchen, der es für Sie programmieren kann. Und wenn es eine Funktion ist, die alle sowieso schon lange vermisst haben, dann wird diese Funktion sicherlich auch bald in der von Ihnen verwendeten Software enthalten sein. Chat ist allerdings nur dann geeignet, wenn die Frage sehr kurz ist, sich in einer Zeile irgendwie formulieren lässt. Und das ist nicht immer so. Insbesondere wenn man erst neu in einem Thema drin ist, dann fallen einem die prägnanten Formulierungen auch nicht ein. Da muss man vielleicht auch ein bisschen ausholen. Deswegen führen eigentlich alle Projekte auch Mailinglisten. Mindestens eine, wenn die Projekte größer sind, auch mehrere, bei denen Sie eine Mail schreiben und alle, die eine solche Mailingliste abonniert haben, bekommen diese E-Mail und können auch auf diese antworten. Solche Mailinglisten, bei denen Sie eben die Möglichkeit haben, in Mailgröße, also mehrere Zeilen, auch Fragen zu stellen und zu diskutieren, werden mehrere angeboten. Es gibt eine deutschsprachige Liste, die nennt sich FOSGIS Talk. Die wird vom FOSGIS e.V. zur Verfügung gestellt und ist nicht produktspezifisch. Das heißt, egal ob Sie da eine Frage zu, egal ob Sie es schon mal gehört haben oder nicht, zu QGIS, GeoServer, MapServer oder OpenLayers haben, Sie können die Frage dort stellen. Vorteil dieser Liste ist, dass sie deutschsprachig ist. Der FOSGIS e.V. selbst hat noch andere Listen, in denen er sich intern noch organisiert. Wer Mitglied beim FOSGIS e.V. ist, beispielsweise, da gibt es auch eine interne Vereinsliste. Es gibt noch eine Liste, die sich mit dem Thema Inspire beschäftigt, aber die FOSGIS Talk-Liste ist die allgemeine offene Diskussionsliste, deutschsprachig, die so ja, im Endeffekt alles abdeckt, was man an der Stelle erstmal als Einstieg benötigt. Ich möchte an der Stelle aber ehrlich zu Ihnen sein, denn üblicherweise ist es so, dass die Antwortqualität in der FOSGIS Talk-Liste nicht so an die Antwortqualität heranreichen kann,
wie es auf den internationalen Listen der jeweiligen Projekte der Fall ist. Das ist auch verständlich, weil da einfach der Brainpool größer ist, weil noch mehr Leute auf der Liste sind. Das heißt, die Empfehlung, wenn es um speziellere Fragen geht, ist auf jeden Fall erstmal auf die jeweilige internationale Liste zu gehen zum jeweiligen Projekt. Diese Listen werden von der OSGEO Foundation gehostet und wenn wir diese Liste angucken, dann sehen wir auch, dass es deutlich vielfältiger. Da gibt es Listen zu GEDAL, da gibt es Listen zu GeoNode, zu GRASKIS, GVSIG und so weiter, MapQuery, MapBender und ja, im Endeffekt alles bis hin zu PostGIS, QGIS und so weiter, was das Herz begehrt. Das heißt, wenn Sie konkret QGIS einsetzen, neu einsetzen wollen, dann melden Sie sich doch gleich zusätzlich zur auf der entsprechenden Liste von QGIS an. Und wenn Sie dann Fragen haben, wird Ihnen auch relativ schnell und normalerweise auch sehr adäquat geholfen. Sie sind, wenn Sie eine Mailingliste oder einen Chat benutzen, nicht bei irgendeinem Callcenter, der darauf geschult ist, Ihnen irgendwie Ihre Frage einzufangen und entsprechend zügig darauf zu antworten, Hauptsache das Ticket wird geschlossen, sondern insbesondere beim IRC sind Sie meist sehr nah an den Leuten dran, die die Projekte auch weiterentwickeln. Das heißt, im IRC von QGIS finden Sie genau die Leute, die jeden Tag den Code weiterentwickeln und ändern. Sie sind direkt bei den Entwicklern und das ist durchaus ein Vorteil, dass der Zugang an der Stelle sehr direkt ist. Letzte Supportmöglichkeit, die beiden bis jetzt genannten waren ja frei, unentgeltlich, ist natürlich professionellen Support einzukaufen. Das mag ja je nachdem, wo Sie arbeiten, vielleicht auch in der öffentlichen Verwaltung, auch erforderlich sein, dass Ihre IT sagt, Moment, Sie wollen diese Software hier einsetzen, in Ordnung, aber ohne Supportvertrag machen wir das nicht. Auch da gibt es Angebote. Es gibt viele Firmen in Deutschland, auch darüber hinaus im internationalen Umfeld, die sich genau darauf spezialisiert haben, ihre Geschäftsmodelle haben, die sagen, wir haben für das jeweilige Projekt auch entsprechend Entwickler-Know-how bei uns und wir können entsprechend über gängige Supportverträge sprechen und da auch Angebote machen. Das heißt auch professionellen Support, der Ihnen bestimmte Entwicklerstundenzahlen zuspricht oder Ähnliches, sind an der Stelle möglich. Hier gibt es eine Seite von der OSGEO /Service Providers, wo sie entsprechend viele Firmen gelistet haben, auch mit Filtermöglichkeiten, um danach suchen zu können nach bestimmten Themen. Und wenn Sie hier beispielsweise beim Filter, jetzt hoffe ich, dass die WLAN-Verbindung noch da ist, sagen, ja, Sie möchten jetzt irgendwie nur Deutschsprachige haben, die sich mit Desktop beschäftigen, dann bekommen Sie entsprechend eine reduzierte Liste von Firmen, die eben in diesem Filter noch enthalten sind. Support, das heißt, wir haben es geschafft, freie Software zu installieren, wir können sie betreiben, wir haben Betriebshandbücher, Dokumentationen, wir haben freien Support, direkt und schnell. Wir haben umfassenden Support bis hin zu professionellen Service-Level-Agreement-Verträgen. Was wollen wir eigentlich mehr? Vielleicht wollen wir den Schritt noch gehen und freie Software entwickeln. Natürlich sind dabei wieder die vier Freiheiten, freie Software zu beachten, sonst ist es keine freie Software, wenn Sie selbst diese entwickeln. Es gibt aber noch einen Schritt mehr, denn freie Software muss sich nicht nur an diese vier Freiheiten halten, freie Software muss auch eine Lizenz haben. Freie Software ist keine Lizenz, keine Software, die frei von einer Lizenz ist, sondern es gibt spezielle Lizenzen, und zwar mehrere, die darauf ausgelegt sind, diese vier Freiheiten auch zu sichern und gegebenenfalls nachhaltig zu sichern. Nun, wenn Sie da jetzt keinen Juristen direkt sofort zu Rate ziehen wollen, der Ihnen da Sie umfassend berät, solche gibt es natürlich auch, dann möchte ich Sie an der Stelle auf eine Seite choosealicense.com hinweisen. Dort gibt es nämlich relativ übersichtlich
letztendlich drei Fragen, die Sie bestellt bekommen. Wollen Sie eine ganz einfache und total offene Lizenz oder wollen Sie sicher gehen, dass spätere Verbesserungen auch wirklich frei bleiben? Dann können hier unterschiedliche Lizenzen empfohlen werden und entsprechend ist das ja eine kleine Hilfe, eine kleine Handreichung, auch weil noch mit erwähnt ist, welche Projekte gegebenenfalls die jeweilige Lizenz einsetzen. Vielleicht auch so als Orientierung. Das heißt, das ist ein kleines Werkzeug, das Ihnen hilft, eine Lizenz auszuwählen, wenn Sie in den Bereich kommen, selbst Software zu entwickeln oder auch natürlich einen Dienstleister damit zu beauftragen, für Sie eine Lizenz zu entwickeln, bei der Sie aber die Bedingung aufstellen wollen, dass diese unter einer freien Lizenz zu entwickeln ist. Das ist dann auch schon der nächste Spiegelpunkt. Wenn Sie beispielsweise aus der öffentlichen Verwaltung kommen, dann ist es natürlich ein wichtiges, oder dann müssen Sie an der Stelle auch richtig ausschreiben, dass auch gewährleistet ist, dass die Software, die rauskommt, nicht komplett in den Händen des Dienstleisters bleibt, sondern unter einer freien Lizenz steht und damit, selbst wenn Sie sich von einem Dienstleister trennen müssen, Sie letztendlich weiterhin ja, nicht die vollumfänglichen Rechte am Code haben, aber den entsprechenden Zugriff, da es freie Software ist und die Möglichkeit auch mit einem anderen Dienstleister oder selbst diese Sachen weiterzuentwickeln. Das heißt, an der Stelle ist es wichtig, richtig auszuschreiben. Da gibt es vielfältige Möglichkeiten, das jetzt wirklich zu vertiefen würde, aber zu weit führen. Das kann man vielleicht dann im Einzelgespräch nochmal sehen. Da gibt es aber Beispiele, die das entsprechend realisiert haben. Also es ist möglich, so auszuschreiben, dass freie Software auch aus der öffentlichen Verwaltung heraus entwickelt werden kann. Wenn Sie freie Software entwickeln, dann ist ein Punkt noch sehr wichtig, zumindest wenn diese Software lang leben soll und auch irgendwann eine Dynamik entwickeln soll, sich weiterzuentwickeln. Das heißt das Community Building und das ist dann häufig, wenn es darum geht, eigene Sachen zu tun, der schwierigste Punkt. Ich muss andere Leute begeistern, nicht nur in meiner eigenen Firma das Produkt entwickeln, sondern ich muss andere Leute für mein Produkt begeistern, damit nicht die komplette Entwicklungsarbeit nur bei mir hängen bleibt und das Ganze sich zu einem Ökosystem aufbaut, das das Projekt auch langfristig sichert. Es gibt Projekte, bei denen das wunderbar funktioniert und das sind all die Projekte, die eben in dieser Woche drüben im Basecamp beim OSGeo-Hacking weiterentwickelt werden. Das sind all die Projekte, die auch namentlich häufig sehr gut bekannt sind und auf die wir auch gleich nochmal eingehen. Woran erkenne ich ein gutes Open-Source-Projekt? Es gibt zwei Seiten, wo Projekte, wo man sagen kann, ja, das ist ein gewisses Qualitätskriterium. Zunächst gibt es die OSGeo Foundation, die wir am Ende auch nochmal kurz genauer vorstellen. Und die hat sogenannte OSGeo-Projekte. Das ist sicherlich ein Qualitätslabel, das an der Stelle vergeben wird, weil nicht jedes Programm, das es gibt aus dem Geo-Umfeld, einfach sagen kann, oh, ich möchte jetzt OSGeo-Projekt sein, sondern die OSGeo hat an der Stelle einen Inkubationsprozess, das heißt, ein Projekt muss sich bewerben, wird dann reviewed, der Code wird angeguckt, es wird geschaut, ob es eine aktive Community gibt, ob die Projekte auf mehr als einer Schulter entwickelt werden und so weiter. Ein durchaus nicht wenig aufwendiger Prozess, um dieses Prädikat, möchte ich es fast nennen, OSGeo-Projekt zu bekommen. Das heißt, auf der Seite der OSGeo, die dort gelisteten Projekte, da können Sie eigentlich davon ausgehen, dass das Softwarepakete sind, die auch verlässlich, von denen zu erwarten ist, dass die verlässlich auch in den nächsten Jahren weiter bestehen können. Und das ist natürlich auch für den eigenen Einsatz im Unternehmen oder in Ihrer Institution eine relevante Entscheidung. Die andere Möglichkeit bietet, wo wir auch gleich darauf näher eingehen, eine Seite, die vom OSGeo Live-Projekt zur Verfügung gestellt wird.
Das ist diese hier, der Bereich Metrics. Dort sehen Sie nämlich eine Liste von unterschiedlichen Open-Source-GIS-Programmen und dort wird beschrieben beispielsweise, in welcher Programmiersprache das Ganze ist, ob denn die Codebasis gut etabliert ist und ob das Entwicklungsteam groß ist oder nicht, wie häufig aktuell noch Commits erfolgen und so weiter. Also hier können Sie auch für die Software, die Sie möglicherweise bei sich einsetzen wollen, so einen kleinen Hinweis bekommen, ob das dann ja, sich lohnt, ob zu erwarten ist, dass Sie auf diese Software noch lange setzen können und die sich auch noch entsprechend weiterentwickeln wird. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt auch, die Dynamik eines Projekts in solche Entscheidungen mit einzubeziehen. Ich kenne Stadtverwaltungen, die Use Cases gemacht haben und ein proprietäres Produkt und ein Open Source Produkt nebeneinander für ihre Anwendungsfälle getestet haben und dabei hat das Open Source Produkt ganz knapp gegen das proprietäre verloren. Allerdings wurde in die Entscheidung in keinster Weise die Dynamik von, handelte sich damals schon QGIS mit einbezogen und die Stadt bereut mittlerweile diese Entscheidung, weil sich QGIS in der Zwischenzeit so viel weiterentwickelt hat und viel weiter ist, dass, wenn man das in die Entscheidung mit einbezogen hätte, man letztendlich nur ein Jahr mit dem nur wenig damals schlechteren QGIS hätte arbeiten müssen und mittlerweile ein deutlich wertvolleres, umfassenderes, besseres Werkzeug hätte, als das dann an der Stelle ja, mit dem jetzigen der Fall ist. Ich glaube, mittlerweile ist die Stadtverwaltung auch doch wieder auf QGIS dann umgeschwenkt. So. ich bitte Fragen im Anschluss zu machen. Zum einen gerne, oder wenn das jetzt ein sehr heißes Thema ist, dann können wir es dazwischen machen, aber bitte unbedingt dann mit Mikrofon, weil wir die Sachen sonst gar nicht auf der Aufnahme drauf haben. Aber der Einwand war, dass es in der Verwaltung nicht funktioniert. Verwaltung ist immer auf Sicherheit bedacht. Ne? Und zum Beispiel, ich habe lange bei Siemens gearbeitet und wir haben so oft gegen IBM verloren, weil die gesagt haben, wenn Siemens das nicht schafft, dann ist es meine Schuld. Aber also wenn ich die ausgewählt habe, aber wenn IBM das nicht schafft, dann ist es, dann kann es halt keiner. Ne? So, und aus diesem Sicherheitsgrund nimmt man dann doch lieber den großen Namen. Ne? Danke. Ja, sich formal sozusagen die Verantwortung abzuschieben, ist ein gängiges Argument, obwohl natürlich für die Entscheidung, die man getroffen hat, muss man trotzdem noch gerade stehen. Und wenn sich dann herausstellt, dass das proprietäre Produkt ganz schnell überholt wurde, dann ist an der Stelle, glaube ich, trotzdem offensichtlich, dass die Entscheidung eine falsche war. Ja. Aber die Problematik ist natürlich bekannt. So, ist Open Source Software immer kostenlos? Nun ja, ich glaube, die Frage haben wir eigentlich schon beantwortet. Natürlich ist der Quellcode frei verfügbar, das heißt, Sie können den einsetzen, gegebenenfalls können Sie sich selbst das Programm kompilieren. Das ist natürlich jetzt für den Anfang nicht gleich das Geeignete, aber Sie müssen es ja auch nicht. Aber es gibt natürlich schon Kosten, die entstehen. Kosten, die entstehen, um gegebenenfalls ein Produkt an Ihre Wünsche weiter anzupassen. Das heißt, Sie bezahlen letztendlich nicht für die Lizenzen, nicht für die Werbung, die gemacht wird. Sie bezahlen nicht für die Abhängigkeit von einer Firma, sondern Sie bezahlen direkt für die Programmierarbeit, die am Produkt geleistet wird. Sie bezahlen letztendlich für die Freiheit und für die Gemeinschaft alle Investitionen, die Sie in ein Projekt tätigen. Und das ist an der Stelle, glaube ich, auch ein Punkt, der sich lohnt, sich dann auch darüber Gedanken zu machen, wenn ich freie Software einsetze, was mir denn diese Software wert ist. Und entsprechend sich auch Gedanken zu machen, wie ich denn dieses, was es mir wert ist, in die entsprechenden Projekte zurückführen kann. So, letzter Punkt an der Stelle, mitmachen für jedermann, jeder Frau. Klar, mitmachen kann natürlich jeder, der programmieren kann. Das wird aber hier im Saal vielleicht eine überschaubare Menge sein. Wenn man keine Zeile Code schreiben kann, ist es trotzdem so, dass es sehr viele Möglichkeiten gibt, mitzumachen. Sehr viele
Wir hatten im Basecamp im Hacking, in der Hacking-Woche drüben so eine kleine Hallo-Runde zu Beginn und viele haben so ein bisschen erzählt, wie sie eigentlich in die Projekte reingerutscht sind und bei sehr, sehr vielen war es erstmal Übersetzungstätigkeit der Dokumentation. Das heißt, das Handbuch zu nehmen, das erstmal nur auf Englisch verfügbar ist und es für die jeweilige eigene Muttersprache zur Verfügung zu stellen, das war ein Standardeinstieg an der Stelle. Das, glaube ich, kann jeder. Und ein wichtiger Punkt ist, wenn das Produkt eingesetzt wird und Sie unzufrieden damit sind an der einen oder anderen Stelle, dann geht es nicht darum, darüber zu motzen bei den Kollegen und darüber zu lamentieren, sondern dann geht es darum, es an den richtigen Stellen zu melden, nämlich beim Projekt. Und die Projekte haben alle Möglichkeiten, Funktionswünsche und Fehler zu melden und nur solche Meldungen, die auch bei den Projekten ankommen, können dazu beitragen, das Projekt auch voranzubringen und entsprechend zu verbessern. Also melden statt motzen an der Stelle möchte ich Ihnen mit auf den Weg geben. Sie dürfen gerne sagen, was Ihnen an einer Software nicht passt, aber tun Sie das bitte nicht beim Kaffee unter Kollegen, sondern tun Sie das zielgerichtet so über die Kanäle, die jeweiligen Projekte anbieten. Machst du? Okay. Dann gucken wir uns mal ganz kurz noch OSGEO Live an und ich gebe damit an Dominik. Habe wahrscheinlich sowieso schon viel zu lange gebraucht. Ach, alles gut. Das war eh das Wichtigste. Weil das Ding ist, ohne dieses Grundverständnis und der Idee dahinter, es bringt das Ganze ja sowieso nichts quasi. Genau, OSGEO Live will ich Ihnen kurz vorstellen. Was ist OSGEO Live überhaupt? Also OSGEO haben wir eben schon auf der Webseite gesehen, OSGEO Foundation, das ist das Ganze, was dahinter steht. Das werden wir gleich noch beleuchten. Was ist OSGEO Live? OSGEO Live ist jetzt kein reines Open-Source-Projekt, was sagt, das kann X, das kann Y, sondern OSGEO Live hat Ziel, die Möglichkeit zu schaffen, dass so viele wie möglich Open-Source-Software-Projekte aus dem GIS-Bereich zur Verfügung gestellt werden, damit man sie testen kann, damit man sie sich angucken kann, ohne viel Arbeit zu haben. Sprich, OSGEO Live ist quasi eine Art Betriebssystem, die schiebe ich in meinen Rechner, habe dort über 50 Open-Source-Programme drauf, kann sie anklicken und sofort ausprobieren, ohne sie groß installieren zu wollen. Die OSGEO will damit einfach auch diese Einstiegshürde ein bisschen kleinern. Ich muss mir jetzt irgendwo laden, muss mir irgendwie Testdaten laden und so weiter. Das ist alles so kompliziert, sondern dass man wirklich sagt, okay, ich habe hier meine Daten mit meiner Software und und die OSGEO Live ist ein komplettes Betriebssystem, das heißt, wenn Sie sich das runterladen oder hier zum Beispiel am Foskis-Stand auf einen Stick ziehen lassen, ich glaube, wir haben auch vorbereitete Sticks da, wo das drauf ist, können Sie das quasi direkt in den Rechner reinschieben, auch wenn Sie da Windows drauf haben oder was weiß ich was. Und es sind alle Softwarekomponenten installiert und Sie können sich alle angucken. Das Ganze ist halt relativ groß mit 3,7 Gigabyte, wobei das heutzutage eigentlich auch kein Problem mehr ist. Und wie gesagt, wenn Sie da Fragen zu haben, kommen Sie zum Foskis-Stand, dann kriegen wir das auch hin. Was ist da drauf? Zum einen natürlich ein Desktop-GIS, Web-GIS und die anderen Punkte, die hier stehen. Und da will ich jetzt einmal kurz durchgehen, um Ihnen ein paar Projekte einfach zu zeigen. Die da drauf sind. Genau, Desktop-GIS. Desktop-GIS ist natürlich das, was den meisten sicherlich am bekanntesten ist oder mit viele quasi auch zu tun haben. Sprich, sowas wie QGIS, GRASGIS oder GVSIG. Die größten drei, die. Die größten drei, die man quasi so kennt. Auch noch sehr bekannt in dem Umfeld, zum Beispiel Udic, OpenJump, Saga. Sie sehen halt, es gibt halt so viele, dass man, wenn man sich jetzt alle runterladen müsste, um sie auszuprobieren, da wäre man ja schon einen halben Tag beschäftigt. Das heißt, mit dieser OSGEO Live DVD habe ich wirklich die Möglichkeit, schnell und einfach das Ganze auszuprobieren.
Kugis ist eigentlich somit das mittlerweile, glaube ich, populärste Desktop-GIS-System, was wir hier haben. Das sieht man auch an der Konferenz, wenn Sie das Konferenzhandbuch und die Workshops durchblättern. Da sieht man, wie groß dieses Thema geworden ist in den letzten Jahren wirklich. Und mittlerweile ist es wirklich, finde ich, ein ernstzunehmender Konkurrenz zu proprietären GIS-Systemen. Es gibt natürlich auch noch so GRAS-GIS-Systeme, die halt ein bisschen spezieller sind, die vielleicht auch sicherlich ihren Anwendungsbereich haben. Und da muss man einfach gucken, in welchem Bereich bewege ich mich, was habe ich für Probleme, was habe ich für Anforderungen. Die andere Komponente, die auch natürlich mittlerweile sehr häufig benutzt wird, wenn wir uns nicht auf dem Desktop-Bereich bewegen, sondern im Web, sind halt WebGIS-Systeme. Das heißt, auch hier sind fertige Installationen von diesen bekannten Systemen drauf. Mittlerweile auch mit Workshops und Vorträgen auch von den Entwicklern selber hier auf der FOSGIS-Konferenz vertreten. Also sind nicht immer nur internationale Entwickler in solchen Projekten, sondern es gibt auch eine Reihe deutschsprachiger Entwickler, die auch hier sind. Ist zum Beispiel OpenLayers. OpenLayers hat eine sehr lange Historie von, ich glaube, 2010 an mit mehreren Neuentwicklungen, das wirklich immer auf den aktuellsten Stand angepasst worden ist. Mittlerweile gibt es auch die Möglichkeit, dass man die Sachen sich in 3D anguckt. Oder zum Beispiel MapBender, der hauptamtlich, sage ich mal, in Bonn auch hier selber entwickelt wird, sind natürlich auch quasi die Entwickler hier vor Ort. Das heißt, wenn Sie den zum Beispiel schon mal ausprobiert haben und Sie haben da Fragen zu, das gilt übrigens für alle Projekte, scheuen Sie sich nicht, die Leute anzusprechen und Feedback zu geben. Und wenn es auch nur ist, hey, das hat nicht funktioniert, oder auch natürlich auch mal sehr schön als Entwickler zu hören, hey, das hat total gut funktioniert, weil das hört man zum Beispiel als Open-Source-Projekt auch sehr selten, weil man gar nicht weiß, wo es überhaupt eingesetzt wird. Eine sehr große Schiene, die im Open-Source-GIS-Bereich quasi vorhanden sind, sind die Server-Komponenten. Das mag viele vielleicht auf den ersten Blick gar nicht betreffen, weil, ich sag mal so, als Endanwender mit QGIS habe ich da nicht direkten Kontakt zu. Es wird aber sehr viel eingesetzt und man hat hier eigentlich wirklich eine sehr große Auswahl von Serverkomponenten, um Geodaten zur Verfügung zu stellen. Und auch die sind halt fertig konfiguriert und die haben halt auch Testdatensätze dabei. Das heißt, ich muss mir jetzt nicht irgendwie einen Dienst ausdenken oder sonst was, sondern kann halt direkt ausprobieren, was das Ganze macht. Ein sehr prominentes Beispiel, Map-Server, vielleicht kennen ihn einige auch noch unter UMN-Map-Server, so hieß er ganz früher mal, irgendwann haben sie es mal umbenannt, ist wirklich, wächst jedes Jahr an Funktionen, man kann immer viele Sachen machen. Mapnik zum Beispiel ist auch quasi das Pendant zum Map-Server, da sieht man auch, dass halt mehrere Software-Komponenten quasi das Gleiche machen können, aber trotzdem ihre Berechtigung haben, weil sie halt einen anderen Fokus legen, zum Beispiel beim Darstellen von Karten. Und es gibt halt viele Serverkomponenten, die auf der FOSGIS vertreten sind, durch Workshops, durch Vorträge. Da empfehle ich Ihnen vor allem dieses kleine Heftchen, was Sie alle am Start, am kleinen Bütchen bekommen haben. Da ist wirklich sehr schön aufgelistet, welche Vorträge es wo gibt. Es gibt, glaube ich, auch eine App, wenn ich das richtig im Kopf habe, mit dem man also halt auch mobil mal gucken kann, was mich interessiert. Ich kann auch Favoriten markieren, etc. Was gibt es noch? Geobibliotheken, das heißt, die man sowohl einzeln nutzen kann, aber teilweise werden die auch quasi von den Serverkomponenten selber direkt benutzt. Das heißt, viele werden die vielleicht auch kennen oder halt auch nicht, aber das heißt, wenn ich zum Beispiel Rasterdaten umprojizieren will oder wenn ich zum Beispiel Shapefiles in GeoJSON ändern möchte, wie auch immer, oder die Projektion von Daten ändern möchte, sind halt diese Geobibliotheken so das Nonplusultra, was die Open-Source-Welt zur Verfügung stellt, und damit kann ich eigentlich, ich lehne mich jetzt mal sehr weit aus dem Fenster, alle gängigen Daten umtransformieren in das mein gewünschtes Format. Nicht wegzudenken sind Datenbanken, weil mit den Datenbanken ist es halt so, ohne Daten
Eine Software ohne Daten bringt mir halt nichts. Das heißt, ich brauche auch eine Datenbank, mit der ich das Ganze quasi irgendwie speichern kann. Das berühmteste Projekt ist, glaube ich, sowas wie PostGIS, wo ich wirklich Geodaten quasi in eine Datenbank reinschreiben kann und die damit auch nutzen kann. Und das geht jetzt eigentlich so auf das nächste Thema ein bisschen über. Also es war jetzt wirklich nur ein ganz kurzer Überblick, was für Projekte gibt es. Das Einzige, was man wirklich empfehlen kann, ist sich diese OSGeo Live DVD nehmen, runterladen, auf einen Stick ziehen oder auf eine DVD brennen, in den Rechner schieben und ausprobieren. Für fast alle Probleme, die man im Geobereich hat, findet man da die passende Lösung. Und es ist einfach faszinierend, was in dieser Welt einfach schon funktioniert, was da einfach funktioniert. Ja, Software ohne Daten ist quasi nutzlos, weil was bringt mir mein tolles GIS-System, sei es proprietär oder nicht, wenn ich keine Daten habe, mit denen ich arbeiten kann. Und die Daten, die halt als Open Data und als freie Daten zur Verfügung stehen, wo wir uns jetzt mal quasi ein Projekt beispielhaft herauspicken, sind halt hier aufgelistet. Und was natürlich bei uns zur Konferenz passt, ist einmal quasi das OpenStreetMap-Projekt, dass wir Ihnen das einmal näher vorstellen, weil die FOSGIS-Konferenz mittlerweile ja nicht mehr nur, dreht sich nicht mehr nur um Software, sondern es dreht sich mittlerweile auch um Open Data und um OpenStreetMap. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Verknüpfung, dass man wirklich sieht, keiner kann eigentlich ohne den anderen. Das OpenStreetMap-Projekt braucht ja auch Software, um die Karten zu rendern. Wir als Softwareentwickler brauchen die OpenStreetMap-Daten, um Karten herzustellen. Und von daher, diese Synergien werden quasi hier genutzt. OpenStreetMap. Was ist OpenStreetMap überhaupt? Wenn man sich das so anguckt, auf den ersten Blick ist OpenStreetMap, wenn man auf die Seite geht, auf OpenStreetMap.org oder OpenStreetMap.de, erstmal nur eine Karte. Und man könnte ja auch sagen, naja, okay, wenn ich auf Google Maps gehe oder auf Here Maps oder wen es auch immer sonst noch geht, da ist ja auch nur eine Karte. Warum brauche ich also eigentlich OpenStreetMap? Das ist ja totaler Quatsch. Aber man muss sich halt die Frage stellen, ist das wirklich nur eine Karte, die ich da sehe? Nee, OpenStreetMap ist nämlich eigentlich viel mehr. Das Hauptziel von OpenStreetMap ist eigentlich quasi die Sammlung der Daten mit Ortsbezug. Das heißt, bei OpenStreetMap geht es weniger um die Karte, die ich sehe, wenn ich auf OpenStreetMap.org gehe, sondern es geht halt wirklich um die Daten an sich. OpenStreetMap wurde 2004 von Steve Coast in Großbritannien gegründet, mit genau der Idee, dass er gesagt hat, okay, eigentlich, ich hätte gerne weltweite freie Kartendaten. Und das ist zwar schon 14 Jahre her, aber es ist immer noch aktuell, weil genau ich somit freien Kartendaten viel machen kann. Und die Idee damals und heute dahinter ist eigentlich, dass man sich so ein bisschen die Wikipedia als Vorbild nimmt, also zumindest rein von der Logik her, und sagt, okay, OpenStreetMap will für Kartendaten genau das sein, was die Wikipedia für Wissen ist. Das heißt, wenn ich heutzutage ins Internet gehe und was nachgucke, ich habe gestern zum Beispiel einfach mal über Tansania nachgelesen, weil die Phosphor G dieses Jahr in Dar es Salaam ist. Und wo habe ich geguckt? Natürlich bei Wikipedia. Wo sonst? Und das ist so quasi in Fleisch und Blut übergegangen. Und OpenStreetMap versucht halt da genau das für Kartendaten zu sein. Aber wieso will ich das so haben? Warum brauche ich freie Karten? Wenn ich freie Daten habe, habe ich halt die Möglichkeit, ganz andere Dinge zu machen. Das heißt, auf der einen Seite kann ich freie Karten erstellen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel hergehe zu Google Maps und sage, ich möchte das zum Beispiel als Anfahrtskarte ausdrucken für meinen Flyer, für meine Physiotherapie, ist das von den Lizenzbedingungen von Google Maps verboten. Das heißt, theoretisch könnte ein Google-Anwalt herkommen zur Physiotherapiepraxis XY und die abmahnen und verklagen. Ob sie das in der Realität tun, ist natürlich eine andere Sache, weil so ein großer Konzern wie Google sich da im Zweifel nicht drum schert, aber es ist einfach so, dass es eigentlich verboten ist. Das heißt, wir möchten schon mal diesen Rechtsverstoß, sage ich mal, aus dem Weg räumen, indem wir sagen, okay, ich habe freie Daten und ich erstelle eine freie Karte, die ich so einsetzen möchte, wie ich will. Was halt auch dazu kommt,
Anbieter wie Google Maps zum Beispiel oder hier oder wer auch immer oder Navtec, die haben natürlich ein kommerzielles Interesse an den Daten. Das heißt, die bestimmen im Zweifel selber, welche Daten in meiner Karte vorhanden sind. Und vielleicht habe ich ganz andere Interessen. Das heißt, zum Beispiel, wenn ich, wenn jetzt McDonald's genug bezahlt, wer weiß, was auf der Google Maps Karte zu sehen ist. Können wir halt nicht beeinflussen. Und das habe ich halt bei OpenStreetMap nicht. Bei OpenStreetMap kann ich halt mit den Daten genau selber entscheiden, was ist auf meiner freien Karte zu sehen und was nicht. Hinzu kommt halt, dass durch diese große Community bei OpenStreetMap auch viele Details in der Karte sind. Also wenn man sich zum Beispiel einfach mal, es gibt zum Beispiel Briefkästen anguckt oder irgendwelche anderen PUIs, die sind einer so hohen Detailtreue in den OpenStreetMap-Daten vorhanden, wie ich sie bei kommerziellen Anbietern halt kaum finde. Und das ist halt nämlich auch was, wo sich der ganze Kreis dann wieder schließt. Wenn ich halt eine tolle Idee habe für eine neue Karte zum Beispiel, im Sinne von, ich mache zum Beispiel eine ÖPNV-Karte für ganz Deutschland oder für die ganze Welt, oder ich möchte gerne alle Hundekotbeutel in Bonn anzeigen auf meiner tollen Karte, gibt's nicht mehr. Ach, so ein Mist. kann ich halt sagen, okay, das ist meine tolle neue Idee. Wenn es das jetzt nicht mehr gibt, mache ich das halt wieder und mache eine neue Karte. Das kann ich halt nur dann machen, wenn ich halt wirklich an die Daten rankomme und halt wirklich quasi mit diesen Daten arbeiten kann. Deswegen ist OpenStreetMap halt deutlich mehr als nur eine Karte, sondern bei OpenStreetMap geht es halt um die Daten dahinter. Die Frage ist natürlich dann so, ja, dann muss ich immer Softwareentwickler sein, wenn ich halt mir die Daten ziehen muss und dann muss ich eine Karte machen. Das ist ja bestimmt ganz schwer. Zum einen gibt es natürlich solche Portale wie OpenStreetMap.org, die auch darauf aus sind, dass man eine Karte sieht, wo es auch Exportfunktionen gibt, dass ich mir eine Karte als PDF, als SVG runterladen kann, eben für meine Anfahrtskizze, für meine Physiotherapiepraxis oder was weiß ich was. Und man kann halt sehr wohl bei OpenStreetMap mitmachen, ohne jetzt irgendwie aktiver Entwickler zu sein und den totalen Software-Background-Hintergrund zu haben. Und ganz viele Mapper, also wenn man jemand quasi in OpenStreetMap was editiert, nennt sich das Mapper, kommen halt auch nicht aus dieser GIS-Branche, sondern sind halt, ich wollte gerade sagen, Menschen wie du und ich, aber man muss halt keinen großen Background haben, um bei OpenStreetMap Daten zu editieren und die Daten einzufliegen, die man da gerne hätte. Zum einen kann man das natürlich als Mapper machen, das heißt, ich kann hergehen und zum Beispiel alle Briefkästen eintragen oder die Häuser, Umringe meiner Region oder wie auch immer. Wenn mir das aber zum Beispiel zu viel Arbeit ist, kann ich zum Beispiel auch sagen, naja, ich möchte aber gerne, dass die Karte richtig ist und ich weiß, dass da ein Fehler ist. Dann gehe ich einfach auf OpenStreetMap.org und beteilige mich als Melder. Das heißt, auf OpenStreetMap.org hat man die Möglichkeit, auch mit einem Klick quasi und einer kurzen Beschreibung darzustellen, okay, hey, da ist was falsch, das Haus wurde zum Beispiel abgerissen. Korrigiert das doch mal, guckt sich das doch mal einer an. Und so kann ich wirklich schnell mitmachen, ohne jetzt irgendwie großen Aufwand zu betreiben und habe ein Stück quasi zur freien Weltkarte beigetragen. Natürlich darf man auch als Entwickler mitmachen. Also, wenn sich jetzt jemand angesprochen fühlt als Entwickler, OpenStreetMap hat einen riesigen Pool von Software, die dahinter steckt. Also, sei es zum Rendern der Daten oder auch quasi diese Core-API. Alle Softwareprojekte, die bei OpenStreetMap verwendet werden, sind auf GitHub verfügbar. Das heißt, wenn ich mich da einbringen möchte, sei es zum Beispiel, um einen Tippfehler auf der OpenStreetMap-Seite zu beseitigen oder halt auch wirklich Software entwickeln, kann ich das jederzeit tun und kann das über GitHub machen. Ein Punkt ist natürlich auch als Kartograf, das heißt, wenn Sie zum Beispiel sich das Styling angucken bei OpenStreetMap und entweder quasi möchten Sie, dann können Sie eine eigene Karte entwerfen oder halt auch Feinheiten auf der OpenStreetMap.org-Karte verändern, finden Sie alles, was Sie dazu brauchen, quasi öffentlich und frei unter GitHub. Was es natürlich auch noch gibt, ist so das Thema als Arbeiter. Das hatte Frederik Ramm damals auf irgendeiner Konferenz mal gesagt. Das fand ich eigentlich ganz schön. Es gibt nämlich neben diesen aktiven Tätigkeiten, die die Karte betreffen haben, auch viel Organisatorisches drumherum.
Das heißt, ich kann bei OpenStreetMap auch mitmachen, indem ich zum Beispiel in einer Arbeitsgruppe arbeite. Da gibt es Arbeitsgruppen, die sich, wenn ich zum Beispiel aus dem aus dem juristischen Bereich komme, mit dem Thema Lizenzen beschäftigen. Die haben dann nichts mehr mit der Karte an sich zu tun, aber halt mit dem juristischen Umfeld. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Jurist bin und habe Spaß im Geobereich, kann ich mich da einbringen, ohne dass ich jetzt Software entwickeln müsste oder sonstiges. Ich kann aber auch noch viel einfacher mitmachen, nämlich durch Werbung durch OpenStreetMap. Das heißt, wenn Sie Leute treffen, die zum Beispiel über geschlossene Daten meckern oder so und sagen, ach, das ist ja alles doof, aber ich muss ja Google Maps benutzen, gehen Sie doch mal hin und machen Werbung für OpenStreetMap und zeigen denen OpenStreetMap und das Projekt und was da alles geht. Was natürlich auch immer sehr schön ist für OpenStreetMap, ist, wenn Sie Ihre Daten freigeben. Wenn Sie zum Beispiel im Keller Luftbilder haben, die neuesten der neuen, und wissen, in Ihrem Bereich fehlen noch ganz viele Häuser, können Sie sagen, hey, liebes OpenStreetMap-Projekt, ich habe hier zum Beispiel Luftbilder von der Stadt XY, ich stelle die frei, ihr dürft davon abmalen. Sie glauben gar nicht, wie viele Leute Sie damit glücklich machen. Es ist unfassbar. Und natürlich nichtsdestotrotz, was natürlich auch gebraucht wird bei einem Projekt wie OpenStreetMap, ist Geld. Das fällt leider nicht vom Himmel. Und ich glaube, es hat auch von der OSM Foundation oder vom Foskes Evokan 90 Millionen im Euro-Jackpot gewonnen und keine Bitcoins im Keller liegen gehabt. Von daher wird halt auch immer Geld benötigt. Das ist halt auch, wenn Sie OpenStreetMap angucken, wenn Sie diese Infrastruktur, die dahinter steht, das ist halt nicht der kleine Server im Keller, weil es halt ein weltweites Projekt ist, sondern da fließt halt richtig Geld und Manpower quasi auch in die Serverinfrastruktur. Ist es halt auch so, wenn man sagt, okay, ich spende 5 Euro an den Foskes e.V. zum Beispiel für die Unterstützung von OpenStreetMap, ist das halt Geld, was aktiv einfach nützt und hilft und was dann halt auch da ankommt. Und man kann es sogar von den Steuern absetzen. Willst du weitermachen? Oder soll ich? Dann mache ich die nächste Folie auch noch. Genau, wo wir gerade beim Thema sind, der Foskes e.V. quasi, der auch mittlerweile seit 2 Monaten offizielles Chapter, also Ansprechpartner für das OpenStreetMap-Projekt in Deutschland ist und auch hier die Foskes quasi veranstaltet, steht zum Beispiel auch, ist einer der quasi, ja, der Partner vom OpenStreetMap-Projekt. Und warum braucht man so einen Verein dahinter? Also zum einen braucht man natürlich einen Verein, um so eine Konferenz zu organisieren, damit das Ganze einen vernünftigen rechtlichen Rahmen hat. Aber zum anderen braucht man natürlich auch einen Verein, um zum Beispiel Spenden sammeln zu können. Als gemeinnütziger Verein mit 225 Mitgliedern, ist der Foskes halt auch sehr aktiv darin, Spenden einzusammeln und halt auch Spenden wieder zu verteilen. Das heißt, ob jetzt als Privatperson oder als Institution, können Sie halt an den Foskes e.V. spenden, um das halt dann entweder allgemein Open-Source-Projekten oder halt zum Beispiel auch spezifisch OpenStreetMap oder anderen Projekten zur Verfügung zu stellen. Und wir als Verein stellen dann sicher, dass A, das Geld richtig ankommt und B, dass halt auch wirklich die Leute was damit anfangen können, dass die Sachen dafür gekauft werden, die das Projekt dann braucht. Ein bisschen zur Geschichte vom Foskes e.V. Gegründet wurde er 2000 als GRAS-Anwendervereinigung. Ich glaube in Mainz. Ist aber auch schon so lange her, da war ich noch nicht dabei. Seit September 2008 wurde sich das irgendwann umfirmiert, weil man gemerkt hat, okay, eigentlich geht es nicht mehr nur um GRAS-GIS, sondern es geht eigentlich um das große Ganze. Und da hat sich der Foskes e.V., da hat sich der GRAS-Anwenderverein damals halt entschlossen, gesagt, okay, wir gründen quasi ein Foskes e.V., auch quasi um ein Dach zu haben für die gleichnamige Konferenz und um das Ganze quasi einen vernünftigen, offiziellen Anstrich zu machen, wie man das halt in Deutschland so macht, gründet man dann halt einen e.V. Hat natürlich auch viele Vorteile, also diese Funktionen, die ich gerade schon erwähnt habe, dass man offizieller Ansprechpartner für OSM ist, ist das eine. Was der Foskes e.V. allerdings auch ist, ist der Local Chapter, der OSGeo ist.
unter anderem zum Beispiel jetzt auch mitveranstaltet des OSGEO Code Sprints. Vor 2 Jahren war die Phos4G, die internationale FOSGIS-Konferenz, um es mal quasi einfach zu sagen, auch in Bonn, auch veranstaltet durch den FOSGIS. Man hat halt viele, viele Möglichkeiten, sich auch im Verein zu engagieren und quasi die Idee von Open Source Software und von freien Daten quasi voranzutreiben. Hast du noch irgendwas zu sagen als Vorsitzender? Was man hier übrigens auch sieht, dass es beim FOSGIS e.V. nicht nur um die FOSGIS-Konferenz geht, sondern eine Hauptaktivität vom FOSGIS e.V. sind zum Beispiel auch Hacking-Events. Das heißt jetzt nicht nur wie dieses internationale OSGEO-Code-Sprint, der jetzt quasi hier eine Woche im Basecamp in Bonn stattfindet, sondern es werden auch regelmäßig am Wochenende im Jahr, sehr häufig im Linux-Hotel in Essen, Hacking-Weekends veranstaltet, die quasi vom FOSGIS e.V. finanziert werden, wo sich Interessierte treffen, sei es um Dokumentation zu übersetzen, um Software zu entwickeln, um OpenStreetMap-Daten zu editieren, um die FOSGIS-Konferenz zu planen. Und das ist eigentlich auch ganz schön, dass es halt da nicht nur rein um die Software geht, sondern da geht es halt auch um das menschliche Miteinander, dass man sich da austauscht im Sinne von, was machst du, was mache ich, und dass man da halt auch sehr schnell Synergien findet und Probleme zusammenlöst, weil wenn man da gemütlich zusammensitzt und vielleicht auch Bier trinkt oder Wasser trinkt oder grillt oder isst, und dann hat man halt ganz oft einen ganz anderen Blick auf Probleme, die man vielleicht mit seiner Software hatte, und das ist halt auch ein sehr schöner Austausch, und das sieht man, glaube ich, auf diesen Bildern soll das, glaube ich, auch so ein bisschen dargestellt werden. Das mit dem Baum war nicht ganz so lustig, aber das war halt ein Sturm im Linux-Hotel, und wir sind alle froh, dass wir da heile rausgekommen sind und dass keiner in diesem Auto saß. Das erzählst du jetzt aber. So, danke Dominik. Die OSGEO Foundation, ja. Eigentlich kann man sagen, dass die OSGEO Foundation der FOSGIS auf internationaler Ebene ist. Das heißt, es ist eine Foundation, die sich gegründet hat, Jahre nachdem es die GRAS-Anwendervereinigung bereits gab. Das heißt, wir waren da ein bisschen Vorreiter, aber tatsächlich bevor sich die GRAS-Anwendervereinigung umbenannt hat in den FOSGIS e.V. Die OSGEO Foundation ist eine Organisation, die international agiert und die aber die gleichen Ziele verfolgt oder sehr ähnliche Ziele wie der FOSGIS e.V. Das heißt, die OSGEO Foundation fördert auch mit Hacking-Veranstaltungen, mit einer Konferenz der Phos4g freie Softwareprojekte im Bereich der geografischen Informationssysteme und agiert an der Stelle eben weltweit, hat auch sehr viele Local Chapter, sowohl thematische als auch regionale Verortungen, und wie Dominik schon richtig gesagt hat, der FOSGIS e.V. ist sozusagen für den deutschsprachigen Raum, nicht nur für Deutschland, das entsprechende Local Chapter der OSGEO. Gemeinnützig ist die OSGEO ebenfalls. Die OSGEO wird ebenfalls von Freiwilligen getragen und wurde 2006 gegründet und hat eben, wie schon eben erwähnt, die gleichen Ziele, was bedeutet Software, aber auch, und das ist, glaube ich, aus den Folien vorher auch schon herausgekommen, es geht ja in dem Fall nicht nur um Software, sondern auch um Daten, und wenn es um Web- und Serveranwendungen geht, dann ist sehr häufig einfach auch das Thema offene Standards, wie kommunizieren solche Komponenten eigentlich miteinander, ein Thema, und da hat die OSGEO auch einen sehr großen Schwerpunkt mit drauf, sich in dem Bereich zu engagieren. Blick auf die Uhr sagt, dass ich den Bereich vielleicht jetzt nochmal kurz überblättere, weil das letztendlich nochmal die Spezifizierung ist, die wir sowieso an der Stelle schon hatte. Vielleicht eher kurz was zur OSGEO-Struktur. Auch die OSGEO ist an der Stelle ja demokratisch organisiert. Es gibt ein Board mit 9
Köpfen, sozusagen dem Vorstand. Im Vosges e.V. sind es 4. Es gibt 25 Local Chapter und 390 sogenannte OSGO Charter Members. Das sind die eigentlichen Mitglieder. Die werden gewählt aus den bestehenden Charter Members. Jedes Jahr gibt es da Wahlen, sodass neue hinzukommen aus dem ursprünglichen Gründungsbestand. Um bei der OSGO dabei zu sein, ist es allerdings nicht erforderlich, eine Mitgliedschaft zu haben. Also man ist da kein zahlendes Mitglied, sondern die Mitgliedschaft als Charter-Member ergibt sich letztendlich nur daraus, dass bestehende Charter-Member irgendwann gesagt haben, das ist eine Person, die sich im Sinne der Ziele der Organisation engagiert. Die soll doch bitte auch als Charter-Member mit aufgenommen werden und damit auch die Möglichkeit haben, die OSGO mitzugestalten und beispielsweise auch das Board, also den Vorstand, an der Stelle zu wählen. Unterm Dach der OSGO sind momentan 23 Projekte als offizielle OSGO-Projekte gelistet. 6 weitere Projekte befinden sich in Inkubation, also die möchten an der Stelle sozusagen offizielle Projekte werden. Und dann gibt es noch 6 Community-Projekte, wobei die OSGO an der Stelle auch momentan ein bisschen was umstellt und noch mehr Community-Projekte, die sozusagen einen leichteren Zugang haben, aber keinen so aufwendigen Prozess, keinen so aufwendigen Inkubationsprozess durchlaufen sollen, mit aufnehmen wollen, um da einfach ein bisschen mehr, ja, auch kleinere Projekte in der Start-up-Phase bereits fördern zu können. So, was macht die OSGO? Die OSGO organisiert sozusagen jährlich eine Phosphor-G. Die Phosphor-G iteriert immer so zwischen den unterschiedlichen Erdteilen, das heißt, sie ist in einem Jahr in Europa, in einem anderen Jahr in Nordamerika und im dritten Jahr dann irgendwo anders. Und dann kehrt sie wieder nach Europa zurück. Dieses Jahr wird die Phosphor-G in Dar es Salaam sein. Das ist sicherlich kein so naher Weg. Da werden sicherlich nicht alle von uns hinfahren, vielleicht nur einzelne. Außerdem engagiert sich die OSGO auch im Bereich OpenStreetMap beim sogenannten Humanitarian OpenStreetMap Team. Und wie hier unschwer zu sehen ist, 160 Tage noch, weiß gar nicht, ob die Folie aktuell ist, das müsste ich mal nachrechnen, vermutlich nicht tagesscharf, aber man sieht es ja auch am Datum, Ende August ist also die Phosphor-G in Dar es Salaam. Es gibt auch immer, weil es eben nicht so leicht ist, immer durch die Welt zu reisen und das auch finanziert zu bekommen, lokalere Konferenzen, klar, auch die Vosges-Konferenz kann man hier als Phosphor-G Deutschland oder Phosphor-G für den deutschsprachigen Raum verstehen. Es gibt aber auch eine europäische Phosphor-G seit einigen Jahren, die findet dieses Jahr Ende Juli in Portugal statt. Jetzt auch nicht sehr nah, aber zumindest etwas im Vergleich zu Dar es Salaam, was man durchaus mal reisen kann. Und da trifft man dann natürlich nicht nur auf die deutschsprachige Community, sondern dort trifft sich normalerweise dann schon ein recht internationales Umfeld, durchaus auch über Europa hinaus. Die Phosphor-G Europe hat an der Stelle einen ganz guten Ruf, der auch über die europäischen Grenzen hinausreicht. Aktuell, momentan, der Code Sprint ist schon ein paar Mal genannt worden. Ich hatte vorhin gesagt, da sitzen Leute zwischen Campingwägen und das ist tatsächlich so. Das ist ein aktuelles Bild hier vom Basecamp in Bonn, eine Fabrikhalle, die mit Wohnwägen ausgebaut ist. Das ist natürlich ein sehr kreatives Milieu, wie wir das auch von den Hacking-Wochenenden im Linux-Hotel in Essen kennen. Das heißt, da treffen sich die Leute, starren tagelang auf ihre Bildschirme und zwischendurch essen sie und trinken sie etwas und ab und zu wird auch geredet. Aber letztendlich kommt dabei wirklich, also es ist sehr viel raus, sehr viele Projekte haben jetzt gerade in dieser Woche neue Software-Releases, haben irgendwie besonders komplizierte Bugs oder Fehler eben in Angriff genommen, weil sie gesagt haben, wenn wir hier als Gruppe zusammen sind, dann können wir das viel effizienter tun und da werden also die wirklichen harten Nüsse angegangen auf solchen Code-Sprints und es bleibt aber auch immer, insbesondere in den Abendstunden, genug Zeit, auch mal wirklich tiefgehende Gespräche zu führen und irgendwelche
abgefahrenen Sachen zu diskutieren. Haben Sie mal überlegt, wenn Sie von A nach B routen und der Weg, die Kosten für den Weg unendlich sind, gibt es dann eine Lösung oder nicht? Also solche Sachen werden an der Stelle durchaus diskutiert und das ist es an der Stelle auch wert, so eine Veranstaltung durchzuführen, zu fördern, zu finanzieren. Ich glaube, Dominik hatte die Kosten für die Mitgliedschaft im VOSGIS e.V. vorhin gar nicht erwähnt. Wir sind total günstig. Ich habe noch was viel Schlimmeres vergessen, das würde ich gleich nochmal. Das darfst jetzt. Du gleich, ja? Nee, mach es jetzt. Denn morgen ist nämlich auch die VOSGIS-Mitgliederversammlung. Das heißt, selbst wenn Sie noch nicht Mitglied sind und sich den ganzen Spaß erstmal angucken möchten, können Sie morgen Abend auch als Gast, ich glaube um 18 Uhr, zur Mitgliederversammlung kommen und sich das Ganze mal angucken. Das heißt, entweder Sie werden Mitglied, das freut uns natürlich noch mehr, dann sind Sie auch direkt stimmberechtigt, wahrscheinlich, ohne mich jetzt so wieder aus dem Fenster lehnen zu müssen. Oder Sie gucken sich das Ganze an und können sich das auch als Gast quasi anhören und zu gucken, was ist das für ein Verein eigentlich und wer arbeitet damit. Also von daher sind Sie auch alle herzlichst eingeladen, sich das anzugucken. Und ja, der VOSGIS e.V. ist spottengünstig, was das angeht. Genau, denn der normale Jahresbeitrag ist 30 Euro. Also ich rede von einem Jahresbeitrag, nicht von irgendwie Tagessätzen oder sowas. Und selbst für Firmen, Institutionen irgendwie ist der Jahresbeitrag mit 100 Euro verschwindend gering. Es geht uns auch nicht darum, uns aus Mitgliedsbeiträgen zu finanzieren, sondern dafür haben wir andere Sachen wie eben beispielsweise die VOSGIS-Konferenz oder Spenden. Zurück zur OSGEO, denn die OSGEO macht noch etwas Tolles, was wir als VOSGIS e.V. so tatsächlich nicht können, denn die OSGEO ist selbst beteiligt am Google Summer of Code. Das heißt, die OSGEO selbst hat einen eigenen thematischen Blog im Google Summer of Code, wo Projekte sich bewerben können, wo sich Ideen bewerben können, diese ausgewählt werden und dann entsprechend auch von der OSGEO gemanagt werden. Auch dieser Google Summer of Code bringt immer besonders interessante neue Ideen mit, die dann natürlich auch umgesetzt werden. Also wirklich eine sehr gute Beteiligung an der Stelle, wo man, glaube ich, auch sieht, welche Bedeutung die OSGEO auf internationaler Ebene hat, um beim Google Summer of Code sozusagen als verwaltenden, einen thematischen Teilbereich verwalten zu können. So. Oh, da sind eigentlich noch zwei Folien hinten dran, denn der Zahl nach. Aber ich glaube, ein bisschen Luft für ein paar Fragen und Diskussionen wollen wir auch noch lassen. Ich hoffe, die Einführung war nicht zu langatmig, aber es ist sehr vielfältig. Das konnten wir Ihnen, glaube ich, zeigen. Institutionen, die fördern, Softwareprojekte, Daten, vielfältige Dinge. Ich hoffe, wir konnten Ihnen einen kleinen Überblick geben. Den Rest müssen Sie sich am VOSGIS-Stand holen im persönlichen Gespräch oder natürlich in den vielen Vorträgen, die sozusagen Sie jetzt im Laufe der nächsten Tage erwarten können. Eine organisatorische Sache, bevor wir in die Diskussion einsteigen, weil sonst vergesse ich es und vor allen Dingen ist es auch wichtig für Leute, die vielleicht während der Diskussion sich schon mal auf den Weg machen. Essensverpflegung zu Mittag jetzt. Da ist es so, dass hier im Geozentrum und im Geografischen Institut nur in begrenztem Umfang eine kleine Suppe angeboten wird, weil die Zielsetzung eigentlich ist, dass ein vernünftiges Mittagessen in der Mensa eingenommen wird. Die Mensa ist auch entsprechend auf dem kleinen Programmheft, das Sie bekommen haben, auf der Rückseite eingezeichnet. Dort können Sie mit Ihrem Namensschild, ich habe meins noch gar nicht geholt, einfach entsprechend an die Kasse und das wird dann entsprechend verbucht. Also richtiges Essen in der Mensa und in begrenztem Umfang, wenn Sie es zeitlich tatsächlich nicht schaffen, finden Sie hier im Geozentrum und auch im Geografischen Institut zumindest eine Suppe. Fragen waren da noch, richtig, gut. Die übersprungene Folie 50 hörte sich ziemlich interessant an. Kannst du da noch mal ein paar Worte zu sagen, bitte? Oh, ich bin selbst ins Google Summer of Code Projekt von der OSGEO nicht. 50. Die OSGEO Struktur. 50. Das war ja die übersprungene. Aber das waren noch Sachen, die wir sowieso an der Stelle angesprochen hatten. Das heißt Open Source, klar, die vielfältigen Aspekte, die wir ja auch zu Anfang als Ziele der freien Software hatten, Sicherstellung der gemeinschaftlichen Softwareentwicklung in der Community, das ist Förderung der Projekte und natürlich auch
beispielsweise bei OSGEO-Projekten, wenn die Projekte werden wollen, ein Review des Codes zu gucken, ob da auch wirklich alle Tatsachen der freien Software erfüllt sind. Also da ein entsprechendes Qualitätskriterium, im Endeffekt der Software-Teil. Open Data, klar, das ist das Kapitel OpenStreetMap gewesen, das an der Stelle gefördert wird, wo wir aber beim Vosges e.V., glaube ich, mit unserer Funktion als Local Chapter der OSM Foundation sogar noch einen stärkeren Schwerpunkt haben. Der dritte Punkt, offene Standards, das mag tatsächlich einer sein, der ein bisschen weniger fokussiert jetzt war, weil wir ein bisschen durch die Inventur der unterschiedlichen Projekte ein bisschen durchgehen müssen. Offene Standards sind immer dann relevant, wenn unterschiedliche Komponenten miteinander kommunizieren müssen. Sprich, wenn ein WebGIS mit einem Server kommunizieren muss, dann funktioniert das eben nur oder richtig gut, wenn klar ist, auf welchem Wege diese Kommunikation zu erfolgen hat. Und dafür gibt es entsprechende offene Standards im GIS-Umfeld der OGC. Das ist durchaus eine Institution, die auch nicht nur von freien Initiativen getragen wird, sondern wo auch proprietäre Anbieter sich engagieren, wo offene Standards definiert werden, die vielleicht unter dem Label Web Map Service so als bekanntester genannt sind. Und die sind natürlich für ein freies Umfeld besonders wichtig. Zu erwähnen ist vielleicht, dass tatsächlich die Referenzimplementierungen für die entsprechenden offenen Standards, also sozusagen die Software, wo man sagt, der Standard ist ja erstmal auf Papier, da wurde er auch softwaretechnisch umgesetzt, die kommen sehr häufig aus dem Bereich der freien Software und nicht aus proprietären Bereichen. Was die OSGEO im Bereich offene Ausbildung macht, kann ich nicht besonders vertiefend sagen, aber sie engagiert sich im Bereich mit OSGEO Labs, schafft sie sozusagen Pools, die mit freier Software bestückt sind, insbesondere auch in sich entwickelnden Ländern, um an der Stelle den Zugang an der Stelle auch zu Software, was natürlich dann mit freier Software leichter ist, auch entsprechend zu fördern. Ich hoffe, das beantwortet die Frage so ein bisschen. Gibt es noch weitere Fragen, Anmerkungen, Ideen? Gut, dann bedanken wir uns, wünschen viel Spaß auf der Vosges-Konferenz, entlassen Sie zum Mittagstisch, vergessen Sie nicht, um 13 Uhr offizielle Eröffnung, die ist dann allerdings im Wolfgang-Paul-Hörsaal, weil wir da einfach ja, ein paar mehr Plätze brauchen, als wir hier oder im Geografischen Institut hätten. Heute Abend Abendveranstaltung, Campus-Dialoge, wo wir nicht nur Teilnehmer der Vosges-Konferenz da sein werden, sondern auch Leute, die momentan beim OSGEO-Hacking sind, aufeinandertreffen. Und wie schon angekündigt, morgen Abend Vosges e.V. Vollversammlung, Mitglied werden oder als Gast dabei sein, am Freitag OSM-Quiz und Sektempfang und am Samstag als Abschluss und ein langsames Ausgleiten in eine Unkonferenz, OpenStreetMap Samstag und damit volles Programm. Viel Spaß!